Es geht doch nichts über ein entspannendes, heißes Bad unter freiem Himmel. Aber genug gefaulenzt. Noch eben das Gemüse zum Trocknen aufhängen. So. Und dann mal sehen, wo dieser gefürchtete Riesentiger sich rumtreibt. Kurzer Blick auf den Scanner. Ah ja, dort versteckt sich der Schlingel also. Na dann, auf zur fröhlichen Jagd. So oder so ähnlich sieht nämlich unser Monsterjäger-Alltag in Wild Hearts aus, dem neuen Actionspiel des japanischen Entwicklerstudios Omega Force. Omega Force sind besonders für die Dynasty Warrior-Reihe bekannt, haben uns früher aber auch schon in der Tokiden-Serie in den Kampf gegen gewaltige Bestien geschickt. Der ganz große Name in diesem Genre ist aber natürlich Capcoms Monster Hunter. Und so viel können wir schon mal verraten, an dem kommt Wild Hearts nicht vorbei. Die Frage ist viel eher, ob sich das neue Spiel mit seinen spannenden Ideen, beispielsweise den Schnellbauten à la Fortnite, als Alternative etablieren kann, gerade auch für Spieler, die in Monster Hunter vielleicht schon alles gesehen und erlebt haben. Also finden wir heraus, was Wild Hearts taugt. Bevor wir uns aber gleich ins Monsterabenteuer stürzen, erstmal ein Dank an TikTok, unseren Partner für Gentle Freshness. Zusammen präsentieren wir euch heute das Testvideo zu Wild Hearts. Also, los geht's. Im Fantasiereich Asuma ist der Teufel los. Die Jahreszeiten spielen verrückt und gewöhnliche Wildtiere mutieren zu wandelnden Abrissbirnen. Die letzte verbliebene Siedlung der Menschen ist die Jägerstadt Minato und wir sind ihre einzige Hoffnung auf Rettung. Diese besondere Rolle fällt uns nicht etwa zu, weil wir von Haus aus so ein toller Jäger sind. Im Gegenteil, eigentlich waren wir bis vor kurzem noch ein ziemlicher 0815-Held. Doch dann pflanzt uns ein mysteriöser Maskenmusiker ein magisches Gerät in die Brust und fortan greifen wir auf uralte Jagdtechniken zurück und nutzen die sogenannten Himmelsfäden. Diese Himmelsfäden extrahieren wir zunächst mit wenigen Hieben aus besonderen Bäumen und Felsen. Wo die nächstgelegene Quelle liegt, verrät unser praktischer Jägerblick. Mit dieser magischen Ressource beschwören wir fortan im Handumdrehen nützliche Gerätschaften, von der einfachen Kletterkiste über unseren persönlichen Gleiter bis hin zur mächtigen Laserkanone. Die Hilfsmittel sind dabei nicht nur nette Spielerei, sondern ein integraler Bestandteil des Kampfsystems. Ihr solltet sie also unbedingt nutzen, denn Wild Hearts funktioniert zwar nach dem leicht zu lernen, schwer zu meistern Prinzip, aber den Teil mit dem schwer zu meistern nimmt das Spiel wirklich ernst. Der Schwierigkeitsgrad ist von Anfang an fordernd und lässt sich auch nicht runterschrauben. Bevor es aber so richtig losgeht, steht nach einem kurzen Prolog mit verhülltem Gesicht erstmal die Charaktererstellung an. Der Editor ist dabei wahnsinnig optionsreich. Im Test haben wir uns eine verblüffend überzeugende Kopie von Agent 47 aus der Hitman-Reihe erstellt. Der ist ja schließlich auch ein Jäger. Von der groben Knochenstruktur unseres Gesichtes bis hin zur exakten Neigung der Augenbrauen können wir jedes Detail verändern. Lediglich die Tätowierungen wirken seltsam minimalistisch und so musste unser Klonkiller leider auf seinen ikonischen Strichcode im Nacken verzichten. Sollten wir uns später mal nach einem frischen Look sehnen, bringt uns ein freispielbares Upgrade aber glücklicherweise wieder zurück ans Zeichenbrett. Endlich im eigenen Spiel angekommen, fällt zunächst die nicht ganz taufrische Optik auf. Unscharfe Texturen und aufploppende Details lassen Wild Hearts schon zu Release etwas veraltet aussehen. Trotzdem ist die künstlerische Gestaltung durchaus stimmig und sobald die Action richtig beginnt, rücken die Grafikdetails sowieso in den Hintergrund. Was spätestens dann viel eher auffällt, sind die vielen Parallelen zu Monster Hunter. In fantasievollen Umgebungen jagen wir auch in Wild Hearts eindrucksvolle Bestien, um uns aus ihren Einzelteilen bessere Waffen und Rüstungen zu basteln. Nach und nach bereisen wir dabei vier abwechslungsreiche Jagdgebiete, die jeweils an eine der vier Jahreszeiten angelehnt sind. Wild Hearts ist im Kern also ganz klar ein Monster Hunter-Klon, in dem Sinne, wie auch viele Shooter in den 90er Jahren Doom-Klone waren. Und trotzdem haben wir ja nicht 10 Jahre lang nur Doom gespielt. Also schauen wir uns lieber die Unterschiede an, denn da wird's wirklich interessant.
Der Clou bei Wild Hearts ist nämlich, dass die mächtigsten der mutierten Tiere ihr Umfeld an ihre Bedürfnisse anpassen können. Verirrt sich etwa der Eiswolf auf die sommerliche Natsukodachi-Insel, frieren dort kurzerhand die Spatzen an den Bäumen fest. Mit dem neuen Klima ändern sich auch Teile der lokalen Pflanzen- und Tierwelt. Ein cooles Feature, das die vier Gebiete selbst beim 10. Besuch frisch hält, auch wenn es nicht dynamisch, sondern nur während bestimmter, aber jederzeit frei anwählbarer Story-Kapitel passiert. Dass einige Tiere nicht über diese Fähigkeit verfügen, bedeutet allerdings nicht, dass sie deswegen kleiner oder ungefährlicher sind. Unsere Beutetiere, seien es nun mutierte Eichhörnchen, Eber oder Raben, sind immer mindestens so groß wie ein einstöckiges Haus und verzücken uns mit herrlich vielen und unterschiedlichen Angriffsmustern. Die Attacken werden dabei durch Animationen und Geräusche stets klar kommuniziert, wir können uns also mit etwas Übung sehr gut auf die Angriffe vorbereiten. So bleibt Wild Hearts durchweg fair, auch wenn es nicht einfach ist. Außerdem können wir so unsere Kampftaktik der Situation anpassen. Schließlich schlagen wir nicht nur zu und weichen aus, sondern nutzen auch die Schnellbauten, die unser Repertoire ungleich facettenreicher machen. Das Spiel nennt diese Konstruktionen Karakuri, nach den japanischen Automaten des 18. und 19. Jahrhunderts. Und wer ihren Einsatz einmal verinnerlicht hat, möchte sie so bald nicht mehr missen. Die Karakuri sind im Spiel in zwei Gruppen unterteilt. Da sind zum einen die Basis-Karakuri, von denen können wir bei einer Jagd maximal 4 Stück ausrüsten. Die Wahl der Geräte bestimmt dann auch, welche Fusionsrezepte wir aktuell nutzen können. Eine aufgestellte Kiste lässt uns etwa aus leicht erhöhter Position Sprungangriffe ausführen. Stapeln wir sie weiter bis zur Maximalhöhe von 3 Kisten übereinander, steigert sich der Effekt entsprechend. Und bauen wir einen zweiten Dreierturm direkt nebenan, verschmelzen sie zu einer robusten Mauer, die anstürmende Monster buchstäblich gegen eine Wand rennen lässt und sie betäubt. Mit etwas Übung gehen selbst die 6-teiligen Fusionen flott von der Hand und stehen innerhalb von einer Sekunde. Mächtige Angriffsfusionen wie die Harpune oder die Laserkanone reichen stellenweise aus, um für sich schon ganze Körperteile der Monster abzusprengen. Das können wir selbstredend auch mit gezielten Angriffen selbst bewerkstelligen. Weitere Rezepte lernen wir im Kampf gegen immer neue Gegner, die uns bei einigen ihrer speziellen Manöver spontane Eingebungen bescheren. Drücken wir die angezeigten Tasten rechtzeitig, schalten wir eine neue Konstruktion frei und können sie künftig auch gegen andere Kontrahenten einsetzen. Neben diesen Basis-Karakuri gibt's dann auch noch die Drachen-Karakuri. Die bauen wir nicht mit Himmelsfäden, sondern erzeugen sie aus Drachenschlund-Energie. Genauer gesagt aus jeweils einer elementaren Form von Energie. Um die zu bekommen, finden, aktivieren und verbessern wir pro Jagdgebiet etwa ein Dutzend spezieller Wegpunkte. Jeder von ihnen erweitert unseren Vorrat einer oder mehrerer elementarer Energien und lässt uns so mehr von den Karakuri bauen, die diesen Elementen zugewiesen sind. Die fürs schnelle Überwinden von Höhenunterschieden extrem nützlichen Seilrutschen verbrauchen etwa Windenergie. Ist die Windenergie erschöpft, beeinflusst das aber keineswegs die 4 anderen Elemente. Insgesamt können wir die Gebiete also mit einer Vielzahl von nützlichen Fortbewegungs-, Koch- und Kampfkarakuri zugleistern, verschaffen uns dadurch handfeste Vorteile und drücken der Landschaft sowie unserem Rückzugsort Minato dauerhaft unseren Stempel auf. Und wer jetzt mitgezählt hat und sich fragt, ob das 5. Element hier vielleicht auch die Liebe ist, leider nein, in Wild Hearts ist das 5. Element Holz. Einfach nur Holz. Die Persistenz der von euch durchs Land gezogenen Brücken, Kletterhilfen und Weitsprung-Gadgets erstreckt sich übrigens sogar auf den optionalen Crossplay-Koop für bis zu 3 Spieler. Egal, ob ihr nur einem Hilferuf folgt und nahtlos in die laufende Jagd eines Freundes springt oder gemeinsam mit Freunden die gesamte Kampagne durchspielt, eure Bauwerke verbleiben permanent in der Welt eurer Gastgeber. So wollen die Entwickler ein Klima der Hilfsbereitschaft und gegenseitiger Unterstützung etablieren, in dem die Welten der Spieler ständig voneinander profitieren. Und sollte euch der Penisturm eines Gastes doch einmal stören, dann lässt er sich mit 2 einfachen Handgriffen wieder löschen. Wir drücken jedenfalls die Daumen, dass es mit der freundlichen Community klappt, denn das Zusammenspielen hilft nicht nur beim Besiegen kniffliger Bosse, sondern steigert auch nebenbei den Spielspaß und die taktischen Optionen. Wir umgehen so nämlich das Limit der 4 ausgerüsteten Basis-Karakuri und können gemeinsam auf das gesamte Repertoire an Fusionsrezepten zugreifen.
Auch lassen sich weit mehr Gerätschaften aufstellen, wenn der Teilnehmer mit einem vollen Satz Himmelsfäden in den Kampf startet. Zwar steigt mit der Anzahl der Spieler auch der Gesundheits- und Ausdauerpool der Bestien, nicht aber deren Angriffskraft. Größter Triumph ist letztlich auch die zahlenmäßige Überlegenheit, da sich die Viecher immer nur auf einen Spieler konzentrieren können, während die anderen ungestört bauen oder ihre mächtigsten Kombos aufladen können. Wer keine Lust auf andere Spieler hat, der kann die Online-Funktionen aber auch komplett abschalten. Zudem bekommen Solisten einen kleinen KI-Gefährten in Form einer mechanischen Kugel zur Seite gestellt. Finden wir die bis zu 200 Artgenossen, die auf den vier Karten verteilt sind, erhalten wir von jedem ein Zahnrad. Damit steigern wir die Attacken, Widerstandskraft, Heilfähigkeiten und Himmelsfäden-Regeneration unseres kleinen Helfers. Im Kampf zieht er dann die Aufmerksamkeit von Monstern auf sich, wenn wir angeschlagen sind, erzeugt heilenden Nebel und verstreut von Zeit zu Zeit frische Fäden auf dem Schlachtfeld. Im Test hat sich der kleine Racker deshalb als wahrer Lebensretter entpuppt. Abgesehen von der Suche nach diesen kleinen Boni konzentriert sich der Kern des Spielfortschritts aber ganz klar auf die Jagd. In jeder Haupt- und Nebenquest sollen wir dabei ein bis zwei Monster niederringen. Das klingt ein bisschen eintönig, spielt sich dank der abwechslungsreichen Areale und Gegner aber sehr vielseitig. Zudem sind die Aufträge stets mit kleinen Geschichten garniert. Die Haupt- und Nebenhandlung bringt uns so auch die Einwohner der Jägerstadt Minato näher und erklärt uns zum selbstlosen Retter in der Not. Obwohl wir während der Charaktererstellung eine Stimme auswählen, kommt die aber nur bei kurzen Kommentaren in der Wildnis zum Einsatz. In Dialogen bleiben wir stumm, immerhin gibt's aber trotzdem regelmäßig 2 bis 3 Dialogoptionen. Das ist zwar definitiv interessanter als bloß zuzusehen, hat aber letztlich keine Auswirkungen auf die weitere Geschichte. Davon abgesehen sind die voll vertonten Gespräche auch in der deutschen Version gelungen und erreichen das Niveau eines guten Freitagnachmittags-Anime. Die Sonnenschwinge! Sie ist uns noch nie so nah gekommen. Die Charaktere sind durch die Bank sympathische Unikate. Schnell fühlt man sich in Minato heimisch und möchte der liebevoll gestalteten Siedlung zu neuer Blüte verhelfen. Uns hat besonders die Freundschaft zum dauerbetrunkenen Samurai Uishige gefallen, mit dem wir gerne mal einen Sake kippen. Prost! All das täuscht jedenfalls zuverlässig über die ansonsten dünne Handlung hinweg. Aber die Storys spielen in diesem Genre ja sowieso nur eine untergeordnete Rolle. Trotzdem hätten die Entwickler mit nur wenigen Handgriffen eine deutlich fesselndere Geschichte erzählen können. Hier hätte Wild Hearts gegenüber Monster Hunter tatsächlich ein bisschen Kante zeigen können. Doch anstatt die Natur von einem üblen Einfluss zu befreien, bleibt die Lösung für sämtliche Probleme in Wild Hearts das schrittweise Abschlachten von allem, was einen Menschen auch nur schief ansieht. Das passt natürlich zum Spielprinzip, ist ansonsten aber ganz schön einfallslos. Ich wünschte, dieses Biest würde uns einfach in Ruhe lassen. Doch dafür ist es wohl nun zu spät. Viel Glück. Über die eigentliche Inszenierung kann man dafür wahrlich nicht meckern, denn die wartet regelmäßig mit bombastischen Zwischensequenzen und Bosskämpfen auf, die einen Heiden Spaß machen. Der Kampf gegen einen gewaltigen Bären, der so groß ist wie ein ganzer Berg, ist sicherlich einer der Höhepunkte des Spiels. Solche gesondert inszenierten Bosskämpfe sind meist von Cutscenes eingerahmt und können hinterher beliebig oft wiederholt werden. Hey! Hey, Leute, wir haben gewonnen! Gewonnen! Ja! 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 Während der rund 40-stündigen Kampagne legen wir uns in Wild Hearts mit 15 einzigartigen Kreaturen an. 6 gibt's dann noch mit ähnlichem Verhaltensmuster als zusätzliche Unterarten. Nach dem Ende der Hauptgeschichte warten zudem weitere Herausforderungen gegen noch 2 neue, umso härtere Gangarten der bekannten Biester auf uns. Gegen die Viecher sieht dann selbst der finale Storyboss leicht aus. Nach dem Release soll dieser oberfiese Tierpark außerdem regelmäßig um weitere Schreckensbestien sowie neue Karakuri und Spielsysteme erweitert werden. Damit wir aber überhaupt in dieses Endgame kommen, müssen wir unsere Ausrüstung regelmäßig mit den neuesten Monstermaterialien aufpeppen. Jede Begegnung mit einem neuen Gegnertyp schaltet dazu automatisch ein aus dem Tier gefertigtes Rüstungsset frei, das uns auch nützliche Perks wie weitere Ausweichsprünge oder weniger Ausdauerverbrauch bescheren. Manche Fähigkeiten funktionieren auch nur, wenn wir ausreichend Rüstungsteile einer bestimmten Kategorie tragen. Die Herstellung eines kompletten Sets kann aber schon mal an die 10 Jagdausflüge erfordern.
Alternativ können wir aber auch einfach verschiedene Sets mischen, auch wenn wir dann vielleicht ein bisschen wie ein Volltrottel aussehen. Für Besteller gab es zwar noch 2 kosmetische Skins, weitere Mikrotransaktionen sind laut Aussagen der Entwickler aber vorerst nicht geplant. Klassische Levelaufstiege gibt es bei Wild Hearts übrigens nicht. Trotzdem kassieren wir Erfahrungspunkte für besiegte Gegner. Die Punkte geben wir dann im Karakuri-Baum aus und verbessern so unsere Konstruktionen. Die Upgrades lassen unseren Gleiter höher steigen, unsere Harpunen mehr Schaden anrichten und vieles mehr. Die ellenlange Liste umfasst über 100 Einträge, von denen im Verlauf der Handlung mehr und mehr zugänglich werden. Hier beschaffen wir uns auch die verschiedenen Hilfsmittel zur Nahrungsverarbeitung. Anders als bei klassischen Kochsystemen vermischen wir weniger Zutaten, sondern steigern vielmehr ihre Potenz, indem wir sie trocknen, räuchern, einmachen, fermentieren oder alles zusammen. Hilfsmittel wie das automatische Fischerdampfrad ersparen uns das Umherwarten im Fluss und Gemüse pflücken wir auf unseren Reisen im Vorbeilaufen. Vor einer Jagd schmeißen wir uns dann die Leckereien ein, die unsere Gesundheit, Kampfkraft, Widerstände oder zig andere Aspekte verändern. Je hochwertiger eine Mahlzeit, desto mehr Platz verbraucht sie in unserem Magen und verhindert so, dass wir es mit den Buffs übertreiben. Noch deutlich spannender als die Rüstungen, Rezepte oder Karakuri sind allerdings die 8 Waffengattungen im Spiel. Zwischen dem klassischen Bogen oder dem obligatorischen Riesenschwert finden sich auch Unikate wie ein mit Klingen versetzter Regenschirm. Das ist nämlich die einzige Waffe, die euch feindliche Angriffe parieren lässt, sofern ihr das dafür nötige millisekundengenaue Timing hinbekommt. Ansonsten ist das zeitige Ausweichen eure beste Verteidigung. Wechseln dürfen wir die Waffe jederzeit an einer Schmiede, die wir so gut wie überall selbst in die Landschaft pflanzen können. Als besonders interessant entpuppte sich im Test auch der extrem wandlungsfähige Kampfstab. Er wechselt nämlich seine eigentliche Form auf Knopfdruck zur Stangenwaffe, zum Riesenwurfstern oder in eine Doppelklinge. Timen wir diese Verwandlungen korrekt, richten wir mit der finalen Juggernaut-Klinge zusätzlich nochmal mindestens 4-mal so viel Schaden an, wie mit vergleichbaren Kombo-Abschlüssen anderer Waffen. Im Gegenzug erfordert der Kampfstab wahrscheinlich mit die größte Fingerfertigkeit. Großer Verlierer im Waffen-Line-Up ist ausgerechnet unser alter Vertrauter, der Bogen. Zwar verfügt auch er über interessante Mechaniken, doch sein Schaden fällt insgesamt enttäuschend aus. Zudem beißt sich später das behäbige und stationäre Aufladen von Angriffen mit den rasanten Attacken unserer Beute. Der Bogen steht damit auch symptomatisch für die eher unausgegorene Balance von Wild Hearts, die enormes Frustpotenzial birgt, wenn man unwissentlich zu einer der schwächeren Waffengattungen greift oder nicht gewillt ist, für jeden Monstertyp und dessen Anfälligkeiten eigene Ausrüstung anzufertigen. Immerhin, welche Anfälligkeiten das sind und wo wir bestimmte Rohstoffe herbekommen, schlagen wir jederzeit komfortabel in der Ingame-Enzyklopädie nach. Einsteiger sollten zudem möglichst früh alle Waffen anfertigen und an der Trainingspuppe kennenlernen. Habt ihr ein Schnetzelwerkzeug gefunden, das zu euch passt, wertet ihr es in einem extrem vielseitigen Evolutionsbaum auf, der bei allen Waffen identisch aufgebaut ist. Die aberdutzenden möglichen Varianten schaltet ihr ebenfalls durch die schrittweise Begegnung mit härteren Gegnern frei. Weil ihr aber von jedem gebauten Zwischenschritt die jeweils vererbbare Fähigkeit mitnehmen könnt, ist nicht immer der direkte Weg zu eurer Traumwaffe der beste. Enthusiasten nehmen stattdessen extrem verschlungene Pfade durch den Waffenbaum, um die perfekte Sammlung an passiven Perks anzuhaufen. Seid ihr falsch abgebogen oder möchtet einen identischen Pfad mit einer anderen Waffe ausprobieren, könnt ihr die Upgrades gegen ein kleines Ingame-Entgelt schrittweise oder komplett zurücksetzen und erhaltet dabei auch die verwendeten Materialien zurück. Dank dieser kulanten Mechanik zwingt uns Wild Hearts nie zu übermäßigem Grind, um bis zum Abspann vorzudringen. Ja, der Schwierigkeitsgrad ist hoch und die Lernkurve steil, aber wer geschickt auszuweichen weiß und fleißig Karakuri einsetzt, kommt auch mit ca. 3 Rüstungssets und einem schnurgeraden Pfad durch den Waffenbaum ans Ziel. Im Sinne der Barrierefreiheit und Kundenfreundlichkeit wäre eine veränderliche Gegnerstärke dennoch wünschenswert gewesen. Zum Glück können wir aber immerhin die eigenwillige Standardbelegung bei Maus und Tastatur anpassen, denn den Bogen mit F abzufeuern oder Eingaben mit U zu bestätigen, kann sich nur ein Oktopus ausgedacht haben. Nachdem wir rund die Hälfte der Tasten umbelegt hatten, konnten wir unseren Charakter endlich komfortabel steuern. Eine Garantie, dass einen die Steuerung nicht doch noch zur Weißglut treibt, ist aber auch das nicht.
Besonders wenn man zwischen zwei brutalen Monsterattacken ein sechsteiliges Karakuri aufstellen möchte und das Spiel trotz stationärer Pose und Kamera entscheidet, das vierte oder fünfte diagonal versetzt zu platzieren, schießt das Stresslevel gerne mal durch die Decke. Gleichzeitig sei aber betont, dass sich die meisten Kämpfe wunderbar flüssig und dynamisch spielten. Aber genau das macht die gelegentlichen Aussetzer ja so ärgerlich. Und ja, die können auch beim Spielen mit dem Gamepad auftreten, auch wenn das Spiel sich mit dem Controller meist etwas kontrollierbarer anfühlt. Darüber hinaus setzt sich mit Wild Hearts der traurige Trend fort, dass wir zum Release eine dringende Technikwarnung für die PC-Version aussprechen müssen. Wir sehen uns hier mit einem ziemlich unbeholfenen Konsolenport konfrontiert, der scheinbar keine Ahnung hat, wie er mit veränderlicher Hardware skalieren soll. Selbst auf einer RTX 4090 rangieren die FPS zwischen 30 und maximal 60 und das komplett ungeachtet von Grafikeinstellungen oder Auflösungen. Wir konnten Wild Hearts zwar letztlich überwiegend flüssig durchspielen, doch Freunde hoher Bildraten dürfte das verärgern. Das Verrückte ist außerdem, dass sich dieses Performance-Bild auch auf einem Laptop mit GTX 1660 Ti sowie einem zweiten PC mit GTX 1070 Ti nicht groß verändert, bis auf zuweilen merkliche, aber nicht katastrophale Nachladeruckler. Das Spiel scheint einfach nur dieses eine Leistungslevel zu kennen und glänzt dabei auch noch mit störend vielen Ladezeiten sowie Soundaussetzern bei längeren Sessions. Hier wäre sein Territorium. Schwebt Minato in Gefahr. Bitte helft uns. Ich werde ebenfalls tun, was ich kann. Schon kurz vor dem offiziellen Release am 16. Februar berichteten Spieler der Trial-Phase zudem über Probleme mit AMD-Karten auf RDNA-3-Basis und auch sonst häuften sich schnell Berichte über den unsauberen technischen Zustand der PC-Fassung. PC-Spieler sollten also vielleicht die ersten Patches abwarten oder vor dem Kauf die Trial-Version über EA Play oder den Game Pass ausprobieren. Abgesehen von diesen technischen Problemen und dem etwas öden Auftakt des Spiels, bei dem viele der spaßigen Funktionen und Freischaltungen schlichtweg noch fehlen, liefert Wild Hearts aber eine durchaus gelungene Erweiterung der Monster Hunter-Formel. Die taktische Vielfalt und die Veränderlichkeit der Welt, die Karakuri ermöglichen, bringen frischen Wind ins Genre und beweisen, dass Capcom nicht die einzigen sind, die motivierende Monsterjäger-Action auf die Bildschirme bringen können.